Es sind nur noch 2 Sekunden zu spielen. Alles rechnet mit der Verlängerung. Dann Buzzerbeater, Genickbruch, absolutes Glück. Komplette Katastrophe. Artland setzt alles auf eine Karte und wird belohnt. Bryce Taylor im Nachhintenfallen. Das Finale eines Basketball-Krimis. Natürlich ist so ein letzter Wurf, müssen wir uns nichts vormachen, natürlich auch Glück. Haben Sie noch Fingernägel? Bisschen abgekaut. Zu Recht, das Spiel Spannung pur, aber der Reihe nach. Mittwochabend, Audi Dome, 2. Heimspiel der Roten Riesen. Der FC Bayern empfängt die Artland Dragons. Und zu Beginn die Bayern gleich mit einem Statement. Roberts mit dem Dank, klare Ansage, unser Dome. Aber Artland in der Folge vor allem von außen brandgefährlich. Die Dragons mit einem ihrer insgesamt 9 erfolgreichen Dreiern. Die Bayern punkten lieber in der Zone. Bogdan Radosavljević mit dem Weckruf, kommt schon. Aber die Gäste aus Quakenbrück machen im 2. Viertel da weiter, wo sie im 1. aufgehört haben. Richtig, von der 3-Punkte-Linie treffen. 10 Punkte sind die Dragons vorn. Dann beginnen die Tyrese Rice-Festspiele. Nice von Rice, blöder Spruch, schöner Move. Coach Giannis Christopoulos kann zufrieden sein mit der Leistung seines Guards. Rice hellwach gleich mit dem Steal im Anschluss. 16 Punkte insgesamt für Tyrese Rice. Und dann Desmond Green mit dem Zug zum Korb. Die Bayern sind da, die Kulisse ist da. Aber Dreier, Dreier, Dreier. Quakenbrück führt, Bayern kämpft sich wieder ran. Diesmal Brandon Thomas von außen. Der Allrounder kam ja von den Dragons. Sieht man, schöner Dreier von Thomas. Und dann geht Artland wieder in Führung, aber Lawrence Roberts mit dem Dank zum Ausgleich. Und dann sind es ja nur noch 2 Sekunden. Aber was dann kommt? Buzzerbeater. Absolutes Glück. Komplette Katastrophe. Bayern unterliegt Artland mit 85 zu 87. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?